Hallo Leute, hier ist Basti und Andreas. Ja, wir waren mal wieder im Kino und dachten uns, wir machen uns ein Unsere-Meinung-Video. Ja, wir haben Paranormal Activity 3 geguckt und ja, wir wollen euch einfach mal ein bisschen was über den Film erzählen. Ja, also Paranormal Activity 3. Erstmal was zur Story und zum Geschehen. Es geht um zwei Schwestern, Katie und ich habe jetzt den anderen, von dem anderen Mädchen habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Ja, ich kann mich auch nicht. Und wie gesagt, also das ist der dritte Teil, ist die Vorgeschichte, vor 1 und 2. Und ja, es fängt an erstmal mit, dass das Mädchen, also dass sie beim Mädchen einen Freund, unsichtbaren Freund sehen, der Toby heißt. Und der was von, ich weiß jetzt gar nicht, von dem, also nicht von Christy, sondern von ihrer Schwester will. Und ja, erst geht es ganz normal, also stinknormale Dinge, das heißt, sie redet halt ganz normal mit ihm, ohne dass irgendwas passiert. Und er will immer was von dir, darf es aber nicht sagen. Dann passieren halt komische Dinge, das heißt, paranormale Dinge. Es fällt mal eine Lampe runter oder was war noch, Türen klappern und Fenster gehen von alleine auf. Man könnte sagen halt, das ist fast das gleiche wie im ersten und zweiten Teil. Genau, halt wie was im ersten und zweiten Teil passiert. Dann kann man noch was sagen zu kurz vor Ende, ich sag mal, die letzten 20 Minuten wären dann richtig böse. Also schockerlastig übel. Man kann es wirklich mit dem ersten bezeichnen. Ich fand manche Szenen sogar schlimmer als im ersten Teil. Und ja, wie gesagt, es passiert dann halt Schlimmeres. Zum Beispiel die Babysitterin wird, keine Ahnung, weggeschubst. Und Katie steht vor einer unsichtbaren Wand. Oder sie wird an den Haaren gezogen, ohne dass irgendwer was macht. Und dann kommt die Idee, weil es immer halt schlimmer wird, zu der Oma zu fahren. Und das sagen wir euch am besten nicht, weil... Genau, dann wird es richtig krass. Wir sagen nur, es ist ziemlich krass. Und eine Bemerkung machen wir noch. Die Oma von ihnen, von den Schwestern, gehört einem Kult an. Also einer Gruppe. Mehr wollen wir euch da nicht verraten, denn das würde jetzt zu viel spoilern. Auf jeden Fall für Leute, die den ersten Teil und den zweiten Teil kennen, natürlich muss. Ich kenne den ersten und zweiten, genau wie Basti. Und ja, also wirklich schöne Schockereffekte. Besser auf jeden Fall als der zweite, aber schlechter als der erste. Es waren zwar jetzt ziemlich kurz Schocker, also ein kürzerer Zeitschocker. Und das fand ich relativ gut. Was ich halt mal wieder ein bisschen schlecht fand, waren... wie soll ich sagen, die Art der, kann ich euch das jetzt, die Art der Darstellung, das heißt, erst wird es ganz normal und dann wird es ganz schlimm. Ich meine, klar, es ist normal, aber ich dachte, es wird schon ganz am Anfang schlimm. Aber gut, Schauspieler sind eigentlich auch kaum, die man kennt, aber die beiden Mädchen, die haben das wirklich richtig klasse gespielt. Ja. Also wirklich richtig gut ausgewählt. Und wie gesagt, also hammermäßiger Film. Für die ersten, wie gesagt, die den ersten und zweiten Film geguckt haben, natürlich muss. Und man sollte vielleicht auch nochmal reinschnuppern, die vielleicht den ersten und zweiten gar nicht geguckt haben, beziehungsweise nicht mögen. Der dritte Teil ist nochmal ganz, also fängt von vorne an, die Vorgeschichte sehen wollen. Also könnt ihr ruhig mal reingehen. Ja. Kleine Anmerkung aber noch. Wenn ihr euch den Film auf Blu-ray oder DVD kauft, wartet, bis er sehr günstig ist. Denn man weiß halt, was alles im Film passiert. Ja. Nach kurzer Zeit. Ich habe zwar jetzt beide Teile auf Blu-ray. Das Problem ist aber, ich gucke es mir nicht jeden Tag an oder jeden zwei Monate. Weil ich halt weiß, was passiert. Aber wirklich, insbesondere ein schöner Schocker. Besser als der zweite ist definitiv. Ja, also ein würdiger Nachfolger des zweiten Teils. Und wir hoffen, dass jetzt auch natürlich auch ein vierter Teil rauskommt. Aber damit... dass dann aber auch damit mit der Serie Schluss ist, weil man sollte es nicht so in die Länge ziehen wie bei Saw, sag ich jetzt mal so. Weißt du auch schon, was abgeht. Ja. Jo. Also wie gesagt, ein schöner Horrorfilm, super schöne Schockeffekte. Zwar in den ersten 20, 30 Minuten wird es eher langweilig, dann geht's richtig los und die letzten 20 Minuten super mega cool. Und ja, also für alle, die Horrorfilme lieben, anschauen, und ja, das was dazu. Sagst du in Punkten 1 bis 10? Also Punkten, da der dritte Teil für mich der zweitbeste dieser Teil der Serie ist, gebe ich eine 9. Eine 9? Eine 9. Der erste hat eine 9,5.
Gut, da jetzt du genau 5 Minuten gelabert hast, dachte ich, ich gebe auch noch mal kurz meinen Senf dazu. Ja, also mir, das ist zwar ein bisschen komisch, aber der dritte Teil ist so gesagt der erste, der zweite, das bleibt der zweite. Nein, der zweite ist der dritte, also der dritte. Der zweite ist der dritte? Ja. Also das ist alles ein bisschen komisch da, wir finden uns ja selber nicht allzu zurecht auf Andreas, ja. Weiß bestimmt, wie es da so aussieht. Genau. Und ja, was kann man noch groß zu sagen? Lasst euch einfach überraschen, wir haben jetzt zwar schon ein bisschen viel erzählt, aber sag mal so, das Ende ist das Spannendste. Da wird es nochmal richtig spannend. Genau. Ich kann nur sagen, das Ende sage ich mal nicht. Ja, wie man sieht, habe ich hier gerade noch mein Popcorn. Und schweinekalt. Ja, ich hatte Nachos, Popcorn und Cola und nichts von beiden habe ich geschafft. Also der Film war sowas von spannend. Wir konnten nicht mal essen. Gut, dann gebe ich auch eine 9, eine gute 9. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao. Genau, haut rein, bis denn.